Willkommen zurück zu Morrowind, ihr kleinen Freunde der Nacht, mit Marco! Yay! Chicken hat wie versprochen Alchemie trainiert. Das heißt, wir können uns nachher im Tempel eine Füllung abholen. Und was Chicken noch gemacht hat? Oh, ganz böse Sachen, ganz böse Sachen. Wenn ich es jetzt finde, hier, stumpfe Waffe auf 20. Ja, Chicken hat schon mal angefangen, stumpfe Waffe zu skillen. Freust du dich, Marco? Ja, also wir sehen uns dann irgendwann in den nächsten 400 Folgen wieder. Und Chibi. Wir gehen jetzt, ne? Suran. Lassen uns befördern. Und dann die eine Tuse durch Telas Hero eskortieren. Ah, es klappt doch wunderbar. Ja. Wie wunderbar. Ich heiße... Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ich wieder die Skarbensteuerung im Kopf hätte, weil ich gestern Skarben gesagt habe, aber... Brauchen wir nicht. Reisen, nicht Zauber. Abo, was hast du eigentlich für Zauber? Ach komm. Da kann ich auch so unterwegs ein bisschen links trainieren. Laune der Poeten. Ja. Wenn ihr ein Poet seid, seid ihr für immer resistent. Du bringst mich gar nicht nach Surat. Der Schlickschrei. Und das Spiel ist abgestürzt, weil Chicke meinte, durch irgendwelche Wände, Böden oder was auch immer zu glitschen. Am besten springe ich überhaupt nicht mehr. Ich benutze nur noch Levitation. Oh. Die Aufnahme fängt jetzt super an. Alles deine Schuld, Magiergilde! Ah. Ja, stimmt. Ich habe gestern in Skalm auch was für Magier gemacht. Und dann meint da dieser kleine, riesige Drache anfliegen zu kommen und meint, nee, du darfst diese Quest nicht machen. Ich werde dich jetzt davon abhalten. Das war merkwürdig. Alle sind gegen mich. Autsch. Alles eure Schuld. Ihr habt zwar nichts damit zu tun, aber ihr seid schuld. Weil ich wollte nach Suran. Hier, der Tempel hat Schuld. Jetzt gib mir meine Beförderung. Und falls du Beförderung machst, wenn nicht, trete ich dich. Gib mir Beförderung. Ich will eine Beförderung. Aber halt deine Beförderung! Ich brauche keine Beförderung. Okay, der Temp ist eigentlich useless. Wieso gibt es denn eigentlich? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Quest für uns hat. Hier, abreißen, ne? So einen riesigen Drachen hier hinsetzen. Ey, Alduin, du darfst hier den Tempel zerstören. Ja. Dann zerstör ihn einfach mal. Am besten alle 5 Schritte jetzt safe staten. Safe staten? Quick safen. Ja, safe staten. Ich spiele das ja auch auf dem Emulator sicher. Mhm. Klar, Chicken. Deswegen wirkt alles so schnell, weil du die Speed-Taste smashst. Du hast zwar eine Schnelligkeit von fast 300. Geht eigentlich nicht mehr viel. Moment. Ich prüfe jetzt nicht nach, ob meine Schnelligkeit gesenkt wurde. Erstmal. Chicken ist sauer. Also nimm es Chicken nicht übel, dass sie dich tötet, ja? Dankeschön.
Ja, Skelette. Schön für die Skelette. Und hier wären wir, Telos Hero. Nachricht von Sundale. Scheint sicher zu sein. Ich sehe mich mal um. Jetzt sag mir nicht, die Doofe ist da reinge... Ach. Idiot. Na gut. Ich sag nichts mehr dazu. In der 55. Aufnahmesession sind wir schon. Ach, je. Wenn ich daran denke, was mit dem frühen Tag ist. Hallo, jemand zu Hause? Ich komme jetzt dran. Ja, hier scheint es wohl nicht ganz so sicher zu... Ey! Ganz ruhig, Leute. Ja, hier ist es wohl doch nicht so sicher, wie sie angenommen hat, ne? Meine Phrase. Stahlwurfpfeile. Da höre ich so ein komisches Flüstern. Ah. Mr. Tentakelfuzzi! Aus. Erleuchteter Schläfer. Ja, dann erwache du mal. Nee, bleib am besten am Schlafen. Und eine Corpus-Kreatur des Bösen. Gut, dass sie immun sind gegen Corpus. Meister Dietrich. Dietrich. Ich kann es alles behalten. Wen habe ich jetzt schon wieder auf mich aufmerksam gemacht, du? Ach, einzelner Tentakelfuzzi, wo ist... Chicken, Waffe, da oben. Böse Inventare sind böse. Und Schwert hat sich verbessert. Juhu, stirb einfach nur. Und der Morgenwind, mein Team, setzt wieder ein. Brot, ja, das brauche ich jetzt unbedingt. Aber ich habe doch gerade erst gefrühstückt. Untere Ebene. Haben wir hier oben eigentlich alles hier schäubert? Nein, haben wir nicht. Ah, hör auf mich zu lärmen. Oder ich schubse dich in die Lava. Nachdem du mich blitzdingst. Nein, nur Lava. Gut. Pech. Freu dich deines Lebens. Tschüss. Tschüss, Lava! Ups, jetzt ist er umgefallen. Das ist dein Ende, ja. Oh, sieh mal an, wie auf mich zugerast kommt. Sieh an. Sieh an. Los! Eisadrenach! Mach ihm nicht Feuer unterm Hintern.
hinein. Frier hinein. Ah, schöne Sachen. Und schicken auch noch genug Mana. Gut, 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 gut. Hui, Unmengen an Korpusfleisch. Lecker. Ah, ganz wichtig. Tela Seropropylon Index. Damit müssten wir alle 10 Indexe haben, oder? 6, 7, 8, 9, 10. Ja, jetzt haben wir alle Index. Jetzt können wir alle Kammern benutzen. Magie entdecken. Krankheitsresistent. Das ist ein Glück. Ja, Lebensenergie. Dunkelste Dunkelheit, ne? Denn das Leben ist die reinste Dunkelheit. Deswegen ist das Licht ausgegangen. Denn das Leben beginnt in der Dunkelheit. Im Mutterleib. Da wird das Leben geboren. In der Dunkelheit. So ein schicken Philosophiert wieder vor sich hin. Och, Chicken, wieso machst du das? Das darfst du nicht machen. Und wo ist Magie? Das. Mama! Du hast keine Ladung mehr, aber das ist mir egal. Und mein Eisatronach hat auch keine Ladung mehr, deswegen ist er abgehauen. Ja, Chicken schafft es auch alleine, ne? Ich brauche diese Kerzen für Zimti! Ah, sie will nicht. Ich darf sie nicht aufnehmen. Ist da irgendwas drin? Nein! Meine Levitation ist ausgegangen. Chicken mit Infravision kann fliegen. Stirb selber, du Abschaum! Du nacktes Etwas! Zieh dich mal an, ey! Das Spiel ist ab 12. Hier darf keine Haut gezeigt werden. Hier darf keine Nacktheit gezeigt werden. Also sterbt! Ja, ist nur Fleisch. Nur Fleisch. Nur Fleisch. Nur Fleisch. Jetzt werdet ihr sterben! Verwechsel dich nicht mit mir und Chicken hat. Na, Level up! Ah, Konstitution, schöner Bonus. Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Willenskraft, Charisma. Nehmen wir Willenskraft. Weil es so weit. Obwohl, nehmen wir Stärke dann, weil es auf 100. Dann brauchen wir keine Stärke mehr zu skillen. Klingt doch logisch, oder? Ja, vielleicht. Mal gucken. 574 kann ich tragen. Ja, schön. Du hast dich aufgebraucht. Ich hab ein... Wieso hab ich so wenig Hämmer? Ich sollte mir Hämmer besorgen. Och, Ratten. Na, der Ort ist wohl doch nicht so sicher, wie er erscheint. Oder so ein Dale von Chimerne? Seid ihr mein Führer von der Gilde? Es tut mir leid, dass ich allein loszog. Bitte lasst uns gemeinsam reisen. Ich will einfach nur raus hier. Ja. Holt mich hier raus. Ich bin ein Star. Geh erstmal runter vom Tisch. Hat dir deine Mami nicht beigebracht, dass man sich nicht mit Schuhen auf den Tisch stellt? Dass man sich überhaupt nicht auf den Tisch stellt? Ja, stellt euch barfuß auf den Tisch. Ich warte nicht auf dich. Wieso sollte ich auf dich warten? Um meine Schnelligkeit zu atmen, wow, bitte. Ja, sie sind langsam. Ich danke euch. Ja, dann dank du mir mal.